Hallo, liebe Hungrige. Bei Petit Fours wird zwischen frischen, den glasierten, und trockenen, den unglasierten unterschieden. Diese hier, weil nur teilweise mit Schokolade überzogen, liegen also irgendwo dazwischen, sind aber auf jeden Fall eine sehr leckere Variante. Wir brauchen dafür Mehl und Kuvertüre, Kirschen, und die können aus dem Glas oder auch frisch gepflückt sein. Ich verwende beide. Wir brauchen Zucker und Butter, Quark und Eier, Vanillezucker, Backpulver und Vanillepuddingpulver. Zuerst hacken wir Kuvertüre grob, schneiden die Butter auch etwas klein, geben dann alles übers Wasserbad und schmelzen es. Immer mal umrühren dabei und dann, wenn geschmolzen, vom Herd nehmen und etwas abkühlen lassen. In eine Schüssel geben wir zum Mehl das Backpulver, vermischen dann beides, am besten mit dem Stehbesen. In eine größere Schüssel geben wir zu zwei Eiern den Zucker, den kalorienbewusste übrigens auch durch Birkenzucker ersetzen könnten, und verrühren dann mit dem Stehbesen des Rührgeräts beides schaumig miteinander. Dann geben wir die etwas abgekühlte, aber noch flüssige Schokolade mit hinein und rühren auch diese ein. Weiterrührend geben wir nun auch die Mehlmischung mit dazu und arbeiten diese ein, bis wir einen homogenen Teig haben. Nun bereiten wir eine rechteckige Backform vor, alternativ geht natürlich auch eine runde. Wenn eckig, dann mit einer Seitenlänge von 20 cm, ein oder zwei mehr oder weniger darf es natürlich auch sein, den Seitenrand etwas einfetten und den Boden mit Backpapier auslegen. Und nun geben wir den vorbereiteten Teig in die Form, verteilen ihn, streichen ihn dann glatt, macht sich gut mit dem Teigschaber. Ihr könnt aber natürlich auch eine Teigkarte dafür verwenden. Dann geben wir, wenn Kirschen aus dem Glas verwendet werden, diese in ein Sieb und lassen sie in eine Schüssel abtropfen. Nur noch die Quarkmasse zubereiten. Wir geben also zum Quark den Zucker, den Vanillezucker, außerdem zwei Eier. Und dann wird, wieder mit den Schneebesen des Rührgeräts, alles gründlich miteinander verrührt. Dann noch das Puddingpulver einstreuen und auch dieses einarbeiten. Die Kirschen sind inzwischen abgetropft. Wir verteilen sie so einigermaßen gleichmäßig auf dem Schokoteig, drücken sie noch leicht an und geben nun die Quarkmasse darüber. Ihr könnt sie raufschütten und dann verstreichen. Ich mache es lieber ein bisschen behutsamer mit dem Löffel, einfach damit die Kirschen auf ihrem Platz bleiben. Ist die Quarkmasse dann verteilt, noch ein bisschen glatt streichen und dann wird auch schon gebacken. Und zwar für 30 bis 35 Minuten bei 180 Grad, Umluft 160 Grad. Fertig gebacken soll es dann so ungefähr aussehen. Nun in der Form auskühlen lassen, dann, damit sich der Teig besser vom Rand löst, mal kurz mit dem Messer rumgehen und dann den Springformrand abnehmen. Nun auf eine Arbeitsfläche oder ein Arbeitsbrett geben und mit einem Messer zerteilen. Petit Fours sind ja annähernd würfelförmige und von oben betrachtet rechteckige kleine Teigstücke. Und in solche zerteilen wir also nun den Teig. Erst in die eine Richtung, dann in die andere Richtung schneiden. Und die Seitenlänge soll so irgendwo zwischen 4 und 5 cm liegen. Anschließend schieben wir die Stücke so ein bisschen auseinander, zum Beispiel mit einem Messer. Und dann schmelzen wir wieder grob gehackte Kuvertüre, diesmal ohne Butter, rühren dabei wieder um, nehmen die geschmolzene Kuvertüre dann vom Wasserbad und verteilen diese nun auf den Petit Fours. Wir streichen damit also die Oberseite, gern auch so, dass an Seiten noch ein bisschen was runterläuft. Und abschließend bestücken wir jedes einzelne noch mit einer Kirsche. Und hier verwende ich eben frische. Nur noch warten, bis die Schokolade fest ist und dann können wir diese kleinen leckeren Teilchen verzehren. Ein lockerer Schokoteig, Quarkmasse und Kirschen. Eine schöne Kombination, daher ja auch der Name Schwarzwälder. Schmecken sehr lecker, ihr werdet sehen, sie sind ratzfatz weg. Ich wünsche euch viel Spaß beim Backen und dann recht guten Appetit. Falls ihr allerdings einen Schokokirschkuchen mit weichem Kern lieber backen möchtet oder euch nach einer erfrischenden Joghurette XXL isst, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.